Kalbitz, Holoch, die ganz klare Nazis sind. Ja. Mit denen möchte ich absolut nichts zu tun haben. Die grüße ich nicht, wenn die kommen. Mit denen setze ich mich nicht an den Tisch. Mit denen rede ich nicht. Also ich finde, da muss man ganz klar sagen, das sind Menschen, die unsere Demokratie aushöhlen wollen, die sie abschaffen wollen, die nur Hass und Hetze sehen wollen. Ja. Und mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Und da muss man sich ganz klar abgrenzen. Wir haben ein Landesaufnahmeprogramm geschafft für Geflüchtete, wo wir jedes Jahr 200 Menschen aufnehmen wollen aus Lagern. Zum Beispiel, also wo wirklich die Zustände unglaublich schlecht sind und wo wir wirklich sagen, wir können Menschen retten und wir können Menschen wirklich helfen. Halt, also ich habe auch Morddrohungen bekommen, zwischenzeitlich polizeiliche Schutzmaßnahmen, die gefahren wurden. Ich hatte am Anfang so ein bisschen damit zu kämpfen, dass sie ernst genommen wurde, muss ich auch ehrlich sagen. Natürlich immer ganz klar mit der Abgrenzung, wer rechtsextremes Gedankengut vertritt und wer sich dementsprechend äußert, der hat nichts in der Demokratie zu suchen. Und zwar, Uwe und ich, wir haben mit unseren Gästen immer lustige kleine Spielchen, die so ein bisschen für Unterhaltung sorgen sollen. Und wir haben uns heute wieder ein schönes Spiel mitgebracht. Und zwar, das heißt so schön, haste, puste. Haste, puste. So, jetzt spielen wir das wunderschöne Spiel Haste Puste mit Julia Schmidt. Wir haben wieder einen Ballon in der Hand, den wir jetzt aufblasen dürfen. Und zwar unser lieber Uwe hier hinter uns stellt uns gleich ein paar Schätzfragen. Und wer diese richtig beantwortet, der darf einen schönen Stoß Luft in diesen Ballon blasen. Und wer ihn zum Platzen kriegt als erstes, hat gewonnen. Zu gewinnen gibt es wie immer nichts bei uns, aber dafür haben wir ein bisschen Spaß. Ne? Ja, Schätzfrage, einfach einer antwortet, der andere sagt mehr oder weniger. Mhm. Und damit hat man dann letztendlich ja, alles erklärt. Uwe, hast du irgendwas noch zu sagen? Nein, du hast alles richtig erklärt. Hört ihr mich gut? Ja, wir hören dich sehr gut, Uwe. Und ich würde sagen, Ladies first. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Und dann beginnt Julia am besten mit der ersten Frage. Ja. Wie viel darf ein Boxer der Fliegengewichtsklasse maximal wiegen? Ach du Jemini. Ihr stellt Fragen. Uwe ist Sportler, muss man auch noch immer wieder dazu sagen. Gott. Was heißt denn das Leichtgewicht? Oh. Fliegengewicht. Fliegengewicht. Tja, ich sag mal 120 Kilo. Ich sag weniger. 51 Kilo. 51? Ja, ich glaube, das ist dann schon Schwergewicht, wahrscheinlich 120. So, dann darf ich mal den ersten Stoß machen. Das ist die Luftballons. So, okidoki, zweite Frage bitte. Gut, Patrick. Ja. Wie lange braucht der Schall, um einen Kilometer zurückzulegen? Angabe in Minuten und in Sekunden bitte. Wie lange braucht der Schall, um einen Kilometer zurückzulegen? Angaben in Minuten und in Sekunden bitte. Ein Kilometer. Ein Kilometer ist viel. Ich würde sagen 0 Minuten und 30 Sekunden. Wahrscheinlich viel zu viel. Fast 0 Minuten und 3 Sekunden. Ich hätte sie noch mal was sagen dürfen? Achso, Entschuldigung. Okay. Ich bin ganz froh, dass ich um die Antwort rumgekommen bin. Okay, dann machen wir hier mal einen Schnitt. Okay, gut, das ist live, das kann passieren. Punkt für Julia, da blasen wir auf. Und schön festhalten. Der hat hier oben ein Loch, das ist gar nicht so einfach. Echt, hat er ein Loch? Oh, aber geht schon. Okay. Okay, dann jetzt die dritte Frage und ich gucke nicht mehr dazwischen am besten. Genau, für Julia die dritte Frage. Ja. Wie viele Stellen hat der Strichcode der europäischen Artikelnummer? Ach Gott. 32. Ich sag weniger. Weniger? 13. Okay. Say what?
Nee, also das ist ja hier, das kann ja gar nicht sein. Was ist denn das hier? Nein, 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 also das ist... Da hast du kräftig geblasen. Da habe ich mich kräftig geblasen. Erstmal, das ist hier umweltfreundliches Konfetti, erstmal das, ja, das ist biologisch abbaubar. Aber das kann nicht sein, also das ist ja, was ist denn das für ein Ballon? Ich würde sagen... Spielen wir noch eine Runde? Ja, würde ich sagen, wir spielen okay. auf jeden Fall noch eine Runde, weil das ist ja hier wirklich, das, nee, das kann ja nicht sein. So, dann würde ich mal sagen, halten wir mal kurz an. Und der Uwe, der gibt mir auf jeden Fall nochmal einen neuen Ballon und dann zweite Runde. Achso, ich kann ja eigentlich. Bleib sitzen, Julia. Das kriegen wir hier alles. Sehr gut. Bleib dran. Erste Puste. Round 2. So. Zweite Runde. Neues Glück. Also ich möchte sagen, also das kann nicht sein. Wir haben das Spiel schon mal gespielt und die Luftballons werden eigentlich größer, aber das war jetzt irgendwie ein bisschen, das können wir so nicht stehen lassen. Gut, dann würde ich sagen, fängt Julia wieder an. Also komm, das machen wir jetzt nochmal und dann Uwe. Okay, dann die erste Frage der zweiten Runde für Julia. Wie oft wird der deutsche Aktienindex, auch DAX genannt, pro Stunde berechnet? Auf jeden Fall ziemlich häufig, würde ich sagen. Das geht ja mittlerweile alles digitalisiert. Also eine Stunde hat 60 Minuten. Naja, ich schätze jetzt einfach mal 500 Mal. Vermutlich sogar noch sehr viel mehr. Ich sage also, sag mal 1000. 1000? Ich sag weniger. Nein, das sind 3600 Mal, nämlich jede Sekunde einmal. Hallo, Dri. In die Richtung hatte ich auch überlegt, okay. Aber ich habe jetzt nicht so schnell. Ich dachte, vielleicht höchstens einmal die Minute Sekunden. Oder so. Hilfe, okay. Na ja, dann. Es ist, geht. Mach ruhig nochmal, das, ja, das kann ja nicht sein. Das ist ja, was ist denn? Das ist ja, sieht ja doch nach. Okay. Der hat hier oben so ein Loch, wo immer die Hälfte wieder rausgeht. Ach hey. Aber geht schon. Ja, das ist ja, oh, das tut mir jetzt, das ist, das, also das war jetzt nicht gewollt. Hilfe, ja. Hier unfaire Mittel. Ja. Uwe, was soll denn das? Hallo? Nee, das. diese Praktikanten immer überall. Oh, ja. Okay. Na, dann, ich hoffe, ihr bezahlt die ordentlich. Na, selbstverständlich. Mindestlohn. Selbstverständlich. So, dann Uwe. Die nächste Frage. Ja. Für dich, Patrick. Ja, danke. Wie lange würde einer von uns brauchen, um bis zu einer Milliarde zu zählen? Wenn ich eine Zahl in der Sekunden schaffen würde. Eine Milliarde Sekunden. Das ist eine gute Antwort. Weiß ich nicht. Aber ich sage weniger. Man kann ja schon schnell erzählen. Also aber die Zahlen werden ja immer größer. Das ist ja immer mehr. Vielleicht eine Jahreszahl. Jahreszahl? Okay. Ich weiß ja nicht, wie viel eine Milliarde Sekunden eigentlich überhaupt in Jahreszahlen sind. Ich bin ja froh, dass es deine Frage ist und nicht meine. Ja. Also ich sage eine Milliarde Sekunden. Ich hab... gib mal ein Jahr an. Oh, okay. Dann halt in, weiß ich nicht, drei Jahre. Drei Jahre. Ich sag. Weniger. Okay. 50-50 Chance. 80 Jahre wäre. Ach Gott. 80 Jahre. Okay. Total falsch. 80 Jahre. Dann bekommt man mal eine Vorstellung, wie viel eine Milliarde ist und wie viel beim BER versenkt worden an Geldern, was? Ja. Ja, BER, das ist auch noch ein schönes Thema. BER ist ein schwieriges Thema, was eigentlich eine Riesenkatastrophe ist. Das kann ja nicht sein, dass mein Luftballon. Das ist ja, es tut mir so aber leid, Julia. Okay. Das machen wir nachher wieder gut. Das machen wir nachher wieder gut. So, nächste Frage bitte. Jetzt kommt eine ganz lustige Frage und zwar: Im Laufe eines 16-jährigen Lebens eines Mannes hat ein Mann durchschnittlich wie lange eine Erektion im Schlaf? Da braucht man sich ja Gedanken drüber, ja. Tja. Das ist aber eine medizinische, wissenschaftliche Frage. Wie lange schläft man? Übrigens spannend, dass es wieder eine Frage auf den Mann bezogen ist. Ja, das ist weil ich tatsächlich, ja, aber das ist doch genau auch das Problem in der Debatte, dass gerade bei Sexualität und so, dass es eigentlich auch immer die Sexualität des Mannes im Fokus steht und nicht die der Frau. Und das finde ich auch grundfalsch. Aber, hast du gehört, Uwe? Schreib dir das auf die Fahne jetzt. Ja, okay. Ich versuche trotzdem die Frage zu beantworten. Wir sehen sie jetzt aus wissenschaftlichen Aspekten. So, wie war das? 16 Jahre? Wie lange schläft man da?
8 Stunden am Tag durchschnittlich, oder? So, ja. Wenn es gut läuft. Sagen wir mal auch wieder die Schätzung in Jahren. Sagen wir mal eine Stunde, dann. Tja, eine Stunde am Tag sind 7 Stunden die Woche. 28 Stunden im Monat. Ja. Oh Gott, ich sag mal. Hau raus. Keine Ahnung, ein Jahr. Ein Jahr. Ich sag wesentlich mehr. Ja, es sind 5 Jahre. Ja. Ach Gott. Ja. Na dann. So, nächste Frage. Wie viele Studenten sind zurzeit an der größten Universität der Welt in Indien eingeschrieben? Inklusive Fernstudium. Mmh. 150.000 Indien. Stelle ich mir immer mit nur Menschen vor. 150.000. Ich sag mehr. Aha. Also ich würde sagen, Indien und inklusive Fernstudentinnen und Studenten sagen mehr. Okay. Ja, es sind 2,36 Millionen. So viel hätte ich jetzt auch nicht geschätzt. Geil. Das ist ja Wahnsinn. Ich würde sagen, ich puste für dich mit. Ja, ich puste mal für dich mit. Das ist dann, das haben wir dann beide gewonnen. Dann sind wir auch schneller auf diesem Testspiel wieder draußen, wo wir beide unglaublich schlecht sind. Ach, wir waren doch gar nicht so schlecht. Also wir lernen, ich habe jetzt dazugelernt, wie viele Studenten in Indien in der größten Uni sind. Uwe, komm, eine glaube ich haben wir noch hier. Ja. Wie viele Abonnenten hat der YouTube-Channel der Bundesregierung? Wie viele Abonnenten der YouTube-Channel der Bundesregierung? Also ich würde jetzt mal positiv schätzen, 250.000. Ich sagen viel mehr. Ja? Viel okay. Mehr. Außer sie sind wirklich richtig schlecht, aber... Naja, also so gut sind sie nicht. Ja. Also ja, die sind sehr schlecht. Das sind 5.224. Das ist ja krass. Okay, ich sag, die sind richtig schlecht. Ja, da ist, glaube ich, nicht das wirkliche Medium gefunden worden. So. Ja. Was ist denn jetzt los? Der will jetzt gar nicht. Okay, hallo, ja, aber noch. Ja. Aber das ist nur 5000 und da komme ich nicht drüber hinweg. Das ist ja echt. Müssen wir was machen, oder? Da muss was gemacht werden. Da merkt man einfach auch, dass nicht nur in der Politik sie derzeit so super hinten dran sind. Das ist einfach krass. Ja. Ich frage, wie viele Prozent aller weltweiten Schäden an Kopierern werden dadurch verursacht, dass Menschen ihren Arsch fotografieren. Will ich wissen, wo die Uwe diese Fragen her hat. Davon habe ich nichts mehr zu tun. Die hat wirklich jetzt Uwe. Ja, ja, das würde ich jetzt auch sagen an deiner Stelle. in was? In welcher Zeitangabe? Prozent. Wie viel Prozent aller Schäden beim Kopieren? Ach so, okay. Ich dachte jetzt wieder, Popo, wie lange durch und Popo, so. Popo kopieren. Sagen wir mal 10. Und er scheint mir schon sehr viel, aber wenn ihr so fragt, dann muss es viel sein. Ich sag mehr. Ja, 23%. 23%! Stark! So, wir müssen jetzt hier irgendwie rüber gleich, aber vorher mal einmal. Ja. Jetzt wird's aber wirklich schwer. Und wieder umweltfreundliches Konfetti, wollten wir nur sagen. Und ich hebe auch persönlich hier den Müll noch auf, den wir gemacht haben natürlich. Gut. Selbstverständlich, hier ist er und wird verpackt. Ich würde sagen, Julia hat gewonnen. Naja. Selbstverständlich, oder wir haben beide gewonnen. Ich sage, wir haben beide gewonnen. Wir sind beide die Herzen der Gewinner. Nee, eigentlich waren wir einfach beide richtig schlecht. Ja, und das war Uwe. Ja, das war Haste Puste. Wir stehen gerade unter einer Autobahnbrücke und werden jetzt mal kurz auf die Autobahn, aber mal einmal rüberfahren. Und bis gleich. Haste Puste. Politikerin ist improvisieren. Sehr gut. So, wir improvisieren jetzt, wie ihr gerade festgestellt habt. So, wir haben uns jetzt ein bisschen frisch gemacht und fahren jetzt. Ich mache hier mal die Klingel, weil ich nicht weiß, was hier um die Ecke da noch so ist. Guck mal, hier haben wir fahren jetzt nämlich Richtung Brandenburg auf dem Mauerradweg und müssen jetzt hier hoch einmal eine ganz große Kurve fahren. Jetzt bin ich aber selbst gespannt, wie der Wendekreis dieses Gefährts dann noch alles mitmacht hier.
Ja, da fahren wir wirklich. Ah, sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Sehr schön. Ach, das ist gar nicht Wahnsinn. So schlecht hier, dieses Gewehr. Oder? Also, ich bin selber immer wieder erstaunt, was das VIP-Velo so alles kann. Habt ihr das eigentlich mal so auf STVO-Tauglichkeit und so? Nee, selbstverständlich. Echt? Wir haben Licht dran, ne, wir haben Bremsen, alles was? Dran. Alles was. Selbstverständlich, natürlich. Wir bewegen uns ja auf öffentlichen Straßenverkehr. Selbstverständlich. Oh, herrlich, schöner Ausblick. Ja, schön. Das ist hier. Auf die schöne Fabrik und die LKWs. Sehr schön. Nichts sehr, sehr schöner Ausblick hier. Ja, aber immerhin, ne? Oder mal hier einfach mal so drüber. Wir fahren jetzt nämlich wirklich an der Grenze Berlin-Brandenburg entlang. Ich glaube, Schönefeld, wenn mich nicht alles täuscht hier unten. Julia, du hast ja vorhin schon erzählt, ihr habt zu Hause ein Tandem auch. Ein Liegesitz. Liegesitzfahrrad. Seid ihr denn auch in Brandenburg öfters unterwegs oder mit dem Fahrrad oder seid ihr da eher mehr, dann fahrt ihr dann wirklich richtig raus? Beides. Also wir nutzen das Fahrrad oder ich auch vor allem ganz viel als Alltagsverkehrsmittel, also alles was irgendwie geht, ich sag mal so bis 20, 30 Kilometer, wenn es passt, machen wir eigentlich alles mit dem Fahrrad. Ja. Auch zu politischen Terminen und so versuche ich immer, wenn sich es irgendwie anbietet, mit Fahrrad zu fahren. Finde ich auch schön, weil man noch mal ein bisschen Bewegung hat, wenn man doch sehr viel sitzt. Aber wir machen auch privat ganz viele Touren, Radtouren am Wochenende, mal ein bisschen raus in die Uckermark. Und ja. Also wir haben ja wirklich viele schöne, schöne Gebiete auch bei uns. Persönliche Empfehlung von mir ist immer der Flemingsgate im Teltow Fleming. Eine wunderschöne ausgebaute Fahrradstrecke mit schönen Rundkursen und wirklich grandios, kann ich nur empfehlen. Also gerade im Sommer ist das so schön da. Ja, ich frage mich immer, warum die Fahrradlobby in Deutschland einfach noch nicht so groß ist. Also jetzt mittlerweile fährt doch eigentlich gefühlt fast jeder Fahrrad. Und warum gibt es denn da nicht auch mal so eine Prämie für Fahrräder oder total spannend. Ich glaube tatsächlich, die Fahrradlobby ist groß. Also wir haben ja einen total aktiven ADFC, wir haben einen VCD, der da viel macht und wir haben ja wirklich eine sehr aktive Fahrradlobby. Ja. Das Problem ist, sie wird nur nicht gehört von den Politikerinnen und Politikern. Das ist ja der Knackpunkt. Ja. Es ist ja nicht, dass die Ideen nicht da sind, sondern dass sie nicht umgesetzt werden. Ja. Und weil du Fahrradprämie ansprichst, total. Wir haben gerade in Brandenburg, haben wir im Koalitionsvertrag, oh, das passt ja hier. Oh, Vorsicht, entschuldige bitte. Das war jetzt wirklich Millimeterweit. Alles gut? Ja, alles super. Das war jetzt nur. Das ist jetzt wirklich jetzt total eng. Also man merkt schon, hier werden die Abstände wirklich kleiner als in Berlin. Das, ist, das war jetzt wirklich die ganz knapp. Millimeter schon. Gut, nichts passiert, alles genau. gut. Genau, zurück zum Thema. Zum Thema. genau, also wir haben zum Beispiel, weil du Fahrradprämie angesprochen hast, bei uns im Koalitionsvertrag auf wirklich unser größtes Insistieren hin, eine Lastenradprämie von 2000 Euro beschlossen. Oh, sehr gut. Was jetzt auch kommt, also ist jetzt gerade durch den Landtag gegangen. Sehr toll. Und das ist natürlich richtig cool, wenn das man da einfach, klasse. Weil also ich glaube, Lastenräder sind, oder überhaupt, wenn wir eine Verkehrswende wollen, dann müssen wir auch genau solche Sachen fördern. Das heißt jetzt mal wirklich ganz doof gesagt, wenn ich mir jetzt als Brandenburger ein Lastenrad kaufen möchte, meinetwegen, das kostet jetzt mal 3000 Euro, das ist, glaube ich, sind so normale Preise mittlerweile für Lastenräder, dann kriege ich 2000 Euro vom Brandenburg sozusagen zurück. Genau, also ich weiß jetzt nicht genau, wie es ausgestaltet ist, ob wenn es 3000 Euro kostet, ob man dann wirklich 2000 kriegt oder ein bisschen weniger oder so, aber bis zu 2000 kriegt man auf jeden Fall zurück. Ja. Okay, das ist eine tolle Sache. Auf jeden Fall. Also das wäre mal ein Vorbild für die ganze Bundesrepublik. Also toll. Das auf ist, jeden Fall. Ne, könnt ihr euch mal alle hier eine Scheibe abschneiden, überall. Und da gibt es ja ganz viele Sachen. Also ich finde auch, ganz viel wird ja immer noch das Auto subventioniert. Ja. Angefangen von irgendwie Kilometerprämien, Pauschalen, die man abrechnen kann, bis hin zu, dass super viele immer noch Dienstfahrzeuge haben, Dienstautos, wo ich mir auch denke, viele können auch einfach Dienstfahrräder haben. Und da gibt es ja auch tolle Leasingmodelle und das müsste viel stärker gefördert werden. Absolut. Alles. Und dann letzten Endes müssen aber auch die Radwege ausgebaut werden. Und ich finde es gerade bei uns in Brandenburg ein Problem, dass von Radwegen oft von touristischen Radwegen geredet wird. Also hier in Flemingsgate so ist alles super schön und will ich gar nicht schlecht reden. Ist auch wichtig, dass wir es haben. Absolut. Aber das Fahrrad darf nicht betrachtet werden als touristisches Ausflugsfahrrad, sondern wir müssen tatsächlich dahin kommen, dass es als Alltagsmittel, um von A nach B zu kommen, verwendet wird, verstärkt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe noch eine schöne Anekdote, die ich mal mitbekommen habe in Berlin, und zwar als damals die Piraten in den Landtag eingezogen sind. Sie haben, glaube ich, einen Antrag darauf gestellt, keine Dienstwagen, sondern Dienstfahrräder zu bekommen. Und es wurde abgelehnt. Wo ich mir dachte, Mensch, Leute, das ist doch wirklich
Ja, es ist schon viele Jahre her, ne? Aber es ist ja für den Steuerzahler wesentlich günstiger. Ja, ja, einmal das und es ist ja einfach auch für die Umwelt viel besser. Ne? Auf wenn, jeden Fall. Wenn schon jemand sich freiwillig in einer Stadt wie Berlin zum Beispiel das macht. Ne? Also. Ja. Haben wir aber tatsächlich, unsere Landtagsfraktion hat als einzige, soweit ich weiß, Fraktion im Landtag kein Dienstfahrzeug mit Fahrer, sondern wir haben Dienstfahrräder. Und bei uns in der Geschäftsstelle haben wir auch ein Dienstfahrrad. Toll, das finde ich, find ich super. Ja, ich glaube auch, dass das Fahrrad wirklich irgendwie das Fortbewegungsmittel weiterhin bleibt und auch der Zukunft noch mehr wird. Ja. Ja, man sieht ja auch wirklich, das Lastenrad ist ja auch eine super Alternative. Auf jeden Fall. Und gerade für kurze Strecken. Ja. Also ist ja wirklich bis, ich glaube, bis 4 Kilometer oder so ist mit Abstand das Fahrrad am schnellsten und wird auch vom Auto nicht getoppt, weil man immer sagt, ja, das Auto ist alles viel schneller und so. Sicherlich in einem Bereich ab größeren Kilometern, aber auf kurzen Strecken ist das Fahrrad einfach unschlagbar, wenn die Radinfrastruktur entsprechend ausgebaut ist. Und das ist Grundvoraussetzung. Absolut, absolut. Julia, jetzt kommen wir mal zur Bundespolitik. Bevor wir nachher gleich nochmal eine Rast einlegen, machen wir jetzt mal kurz ein bisschen Bundespolitik. Die Grünen sind ja seit einiger Zeit wirklich ganz weit vorne in den Umfragen. Mag sicherlich auch an personenbezogenen Geschichten sein, wie zum Beispiel Annalena Baerbock und Robert Habeck. Aber natürlich auch an den Themen der Grünen, die momentan natürlich wirklich auch uns alle angehen, schon immer. Und jetzt natürlich noch viel mehr besonders, weil wir auch ins Bewusstsein wieder eingetreten sind. Jetzt war ganz doof gefragt, auch das frage ich immer gerne. Was könntest du dir für die nächste Bundesregierung an Koalition persönlich vorstellen? Mit was könntest du dir vorstellen, bundestechnisch, mit was könnten die Grünen koalieren? Also, dass sie koalieren, ich glaube, das steht schon außer Frage. Ne? Also, das ist, ich glaube, an den Grünen kommt man nicht mehr vorbei, was auch gut ist. Wäre schön, würde mich freuen. Also, ich finde, das muss auch unser Ziel sein. Wir wollen was verändern und wir haben immer gesagt, wir haben auch den Anspruch, was zu verändern. Und dazu müssen wir auch einen Führungsanspruch und einen Regierungsanspruch erheben, finde ich. Also wenn wir was inhaltlich verändern wollen, dann brauchen wir da auch, man tut sich immer so ein bisschen schwer mit dem Wort Macht, aber dann brauchen wir da auch die Macht, um es verändern zu können. Mhm. Für mehr Klimawandel, für mehr soziale Gerechtigkeit, Weltoffenheit. Und das können wir eben nur an der Regierung. Also insofern würde ich ganz klar sagen, ich würde mir wünschen, wir können eine Regierung. Allerdings natürlich nicht um jeden Preis. Also das ist sozusagen ganz, ganz klar immer das Ding. Und da finde ich es auch schwierig mit Koalitionen, weil ich muss ganz klar sagen, uns geht es ja immer um die Inhalte. Mhm. Und das unterscheidet uns auch von den anderen Parteien, dass wir immer sagen, wir haben hier die und die Ziele, die wollen wir durchsetzen. Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Weltoffenheit, Verkehrswende, wir haben ja ganz viele Sachen. Und dafür müssen wir jetzt in der Bundestagswahl für ein möglichst gutes grünes Ergebnis streiten, dass wir da richtig, richtig viel reißen können und mit richtig viel Rückenwind dann auch in mögliche Koalitions- und Sondierungsverhandlungen gehen. Und dann müssen wir uns mit den anderen Parteien zusammensetzen und schauen, wo sind die größten Schnittmengen, wo können wir am meisten mit einbringen, was ist überhaupt möglich. Und davon würde ich es abhängig machen. Und da jetzt im Vorfeld zu sagen, ja, aber nicht mit denen und nur mit denen oder so, finde ich absolut falsch, weil das sind Farbenspiele, die sind letzten Endes irrelevant. Viel wichtiger sind die Inhalte. Du sagst es, Farbenspiele. Jetzt machen wir mal das Farbenspiel Kenia-Koalition auf Bundesebene. Wie findest du die Idee? Ist das Landesebene ist ja immer komplett ein bisschen was anderes, weil da sind andere Personen bezogen, da sind auch andere Thematiken manchmal noch viel spezieller. Aber die Grünen sind jetzt sozusagen mit beiden großen Volksparteien zusammen, also die drei großen Volksparteien sind ja in Brandenburg jetzt auch an der Regierung. Wäre das auch auf, kannst du dir das, sag ich mal, einfach verrückt auf Bundesebene vorstellen? Sagen, okay, ja, warum eigentlich nicht? Ne? Warum nicht mit der CDU, CSU, SPD und den Grünen? Warum denn nicht? Also ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Also ich denke, das ist wieder genau das. Wir müssen uns nach der Wahl hinsetzen und schauen, was sind die Inhalte, die wir auf jeden Fall durchsetzen wollen und wo es kein Weg dran vorbeiführt mit uns in der Koalition. Und das wird definitiv sein, mehr Klimaschutz, mehr soziale Gerechtigkeit. Und wenn wir das in der Kenia-Koalition verhandelt kriegen, warum nicht? Aber wenn wir das mit Rot-Rot-Grün verhandelt kriegen, warum auch nicht? Oder Grün-Rot-Rot oder wie auch immer. Ja. Also da würde ich sagen, ist jetzt sozusagen schwer zu sagen, lieber das eine oder lieber das andere, weil wir ja noch gar nicht wissen, was sind letzten Endes die Verhandlungsergebnisse. Genau deswegen führen wir ja Sondierungsgespräche, um dann zu schauen, in welcher Konstellation können wir die meisten Inhalte durchsetzen. Auch ich bin ja selber immer neugierig. Ich weiß, man in der Politik, in der Aktiven, versucht man natürlich im Vorfeld immer nichts zu sagen, weil man versucht, sich ein bisschen zurückzuhalten, keine Frage. Trotzdem versuche ich es ja auch immer. Eine grün-rot-rote Koalition ist ja auch letztendlich
auch eine Möglichkeit. Du sagst es natürlich, man muss abwarten. Man kann, ja den, man kann der Bevölkerung ja nicht vorschreiben, wie sie wählen sollen. Ne? Keine Frage. Aber sag mal, mit den aktuelleren Umfragen glauben kann, sind das ja letztendlich Koalitionen, die machbar sind. Könntest du dir denn gerade jetzt auch in Brandenburg, die Linke ist ja auch in Brandenburg zwar ganz schön abgerutscht, glaube ich, ne? Aber könntest du dir das auch auf einer Bundesebene auch wieder nur so virtuell vorstellen als Grüne, dass es wirklich eine grün-rot-rote Koalition geben könnte, dass man da so, dass man halt die Schnittmengen letztendlich findet? Also auch da würde ich sagen, könnte ich mir vorstellen, grün-rot-rot wäre sicherlich eine für uns spannende Konstellation, will ich auch nicht ausschließen. Und genauso wie bei Kenia zum Beispiel auch, würde ich auch sagen, man muss sich hinsetzen und gucken, was sind die Inhalte. Und ich würde jetzt im Vorfeld nichts ausschließen wollen. Und mir fällt sogar schwer, da eine Präferenz zu äußern, weil ich wirklich denke, es kommt drauf an, was kommt zum Schluss im Verhandlungsergebnis raus. Ja. Und das kann bei den einen wie bei den anderen besser sein. Und da muss man eben ganz konkret schauen. Ja, das ist doch mal die Antworten, die ich erwartet habe. Ich verstehe, dass das ja, ich weiß. Ist. Es ist aber es ist natürlich... Also ich finde umgekehrt auch immer total schräg, ja, wenn man nur auf diese Fachspiele ja geht. Weil das sind doch, wir sind doch in der Politik, um Inhalte ja zu machen. Und das dann ist richtig. Immer zu sagen, ja, aber die Inhalte so, nee, die Inhalte ja sind das Entscheidende. Und das ist letzten Endes das Einzige, was zählt. Aber andersrum jetzt ich so als normaler Wähler, der dann sagt, okay, wenn ich schon mal letztendlich vorweg eine Idee bekommen könnte, also wo letztendlich sich Parteien miteinander irgendwo schon mal vorweg sagen, hey, lass uns doch zusammen versuchen, diese Koalition schon mal zu bewerben, weil wir das vielleicht auch wollen, ja, weil wir sagen, hey, wir wissen, dass meinetwegen eine Kenia funktioniert, ne? Wir wissen, dass halt eine grün-rot-rote Regierung funktionieren würde, dass man mutig ist, das Gespräch hatte ich mit Kevin, dass man einfach mutig ist und sagt, ja, na klar, komm, wir bewerben das jetzt einfach, dass wir einfach auch dem Wähler mal so eine Richtung geben, wo man sagen, pass auf, wenn ihr uns wählt, dann haben wir das vor. Aber das würde doch den Wähler letzten Endes total entmündigen. Weil eigentlich sollte es doch so sein, die Wählerinnen und Wähler entscheiden, wem sie ihre Stimme geben müssen. Da kommt ein Wahlergebnis raus und nach diesem Wahlergebnis müssen wir uns als Parteien richten. Und wenn wir jetzt vorher, ich sag mal ganz überspitzt in der Klüngelrunde, ja, schon ausklüngeln würden, na, wir wollen aber lieber die Konstellation und die und das ist das, wo wir alle bewerben, ja, dann würden wir den Wählerinnen und Wählern die Möglichkeit nehmen, genau dieses zum Ausdruck zu bringen, dass sie sich eben frei entscheiden, welche Partei wählen sie und wir uns nach dem Willen der Wählerinnen ja und Wähler richten, sondern dann wäre es genau umgekehrt. Und in meinem demokratischen Verständnis möchte ich das eigentlich ja nicht haben. Aber Sie wissen ja auch genau, wenn Sie, sag ich mal, die Partei XY wählen, mit wem die präferieren zu koalieren. Und somit wissen Sie ja auch schon mal, was auf Sie zukommt. Also es ist ja letztendlich immer dieses Farbenspiel, klar, logisch. Mhm. Ich glaube, die größte Angst besteht mittlerweile in der Bevölkerung, dass es wieder eine große Koalition werden könnte. Das ist, glaube ich, so... Ich kann es jetzt nur vergleichen mit damals mit Schröder und Fischer. Mhm. Dieser Wahlkampf, wo sie sozusagen zusammen gesagt haben, wir machen zusammen weiter. Mhm. Wir wollen zusammen weitermachen, ne? Weil diese Regierung funktioniert. Und ich weiß nicht, sowas würde ich mir, ich bin selber Sozi, sowas würde ich mir manchmal auch wieder wünschen, wo man sagt, hey, sag doch einfach mal, wir wollen mit denen und denen zusammen koalieren, weil wir wissen, dass das zusammen funktioniert, weil wir wirklich Schnittmengen haben und... wir sagen es euch jetzt einfach mutig, ne? Weil wir halt keine Angst haben vor dem Ergebnis. Ne? Ja, es ist immer so, als ich glaube, das setzt auch wieder voraus, dass man denkt, man kann das Ergebnis vorhersagen. Ja. Und ich glaube, das kann man gar nicht. Weil das ist ja genau, das hängt ja sehr davon ab, wie stark sind die einzelnen Parteien, wer ist größter Partner, wer stellt im Zweifelsfall die Kanzlerin oder Kanzler, bei uns in Brandenburg Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin. Und solche Fragen, und also für mich war da das beste Erlebnis eigentlich bei den Koalitionsverhandlungen bzw. nach den Sondierungen, wo wir auch erst Rot-Rot-Grün sondiert haben und danach Kenia, ja, oder sozusagen parallel. Ja. Und in den entscheidenden Kapiteln, wo ich eigentlich gedacht hätte, da hätte es richtig einen Unterschied gemacht, war es gar nicht so unterschiedlich. Okay. Und da würde ich sagen, wenn ich im Vorfeld hätte sagen müssen, natürlich wäre mir für Brandenburg Rot-Rot-Grün lieber gewesen. Und ich glaube auch große Teile unserer Basis. Aber wenn ich mir jetzt das Ergebnis anschaue, dann muss ich sagen, wenn ich im Vorfeld hätte versprochen sozusagen, mit Rot-Rot-Grün, da machen wir das und das, das hätten wir vielleicht auch nicht geschafft. Und letzten Endes ist es dann ja wieder sozusagen eine Erwartungshaltung, die da geweckt wird und sozusagen
man kann es sogar fast schon als Lüge auslegen, wenn man da Dinge verspricht, von denen man gar nicht so genau weiß, ob sie eintreten. Und das finde ich falsch. Also ich finde wirklich, mein Anspruch an Politik ist, dass wir klar kommunizieren, was möglich ist, was nicht möglich ist. Und das sollte auch, finde ich, in der Wahl der Anspruch sein, dass wir ganz klar kommunizieren, wofür stehen wir. Ja. Was möchten wir und was können die Wählerinnen und Wähler von uns erwarten? Und da würde ich ganz klar sagen, dass wir uns einsetzen für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Weltoffenheit. Und dass wir da ein sehr detailliertes Wahlprogramm vorlegen und ganz klar mal sagen, wir werden in der Koalition dafür kämpfen. Und in welcher Koalition, das muss man dann schauen. Aber ich finde, das sollte der Anspruch sein, dass die Leute wissen, was sie von uns erwarten können und nicht in irgendwelchen Konstellationen. Okay, okay. Weil wir machen ja nicht Politik, um irgendwie möglichst gute Umfrageergebnisse zu haben. Da haben wir tatsächlich eine Verantwortung als gesamte Gesellschaft. Mhm. Und wenn wir dann in diese Debatte kommen, ja, wir brauchen Endlager, aber auf keinen Fall hier vor meiner Haustür, dann wird es ganz gefährlich, weil dann dieses ganze System der gesellschaftlichen Verantwortung plötzlich zusammenbricht. Auf jeden Fall Glühwein und Rammstein als Tempolimit. Da bin ich absolut dafür. Zum einen natürlich aus dem Umwelt- und aus dem ökologischen Aspekt. Zum anderen finde ich, ist aber auch der Sicherheitsaspekt, der in der Debatte oft vernachlässigt wird. Das sicherste Endlager ist natürlich auch dann das sicherste Endlager, wenn es zum Beispiel bei uns in Brandenburg wäre. Sag mal, hast du uns schon abonniert und die Glocke aktiviert?